Das ist der Strand der Ostsee, beziehungsweise der Baltische See. Wir sind ja die Einzigen, die das Ostsee nennen. Das ist aber ein Meer. Die Baltische See. Und das ist schön. Jein, nicht ganz. Also eigentlich ja überhaupt nicht von der Wasserkante, sondern ich bin in der Nähe von Bremen geboren. Das ist noch ein Stück weg. Aber so grundsätzlich, ich glaube, das kann man schon sagen, dass ich so der nordische Typ bin. Eher. Also mich zieht es eher hierhin als irgendwo in irgendwelche Berge. Auch wenn ich tatsächlich mittlerweile in der Nähe von Bergen wohne. Und somit gehöre ich ja dann auch zum Bundesdurchschnitt, weil die Leute, die oben wohnen, fahren in die Berge zum Skifahren und die, die im Süden wohnen, wollen ans Meer. Anstatt, dass man einfach da bleibt, wo man ist und ist sofort schon da. Nee, aber ich möchte lieber ans Meer, wobei ich dann mehr jetzt auch eher die nordischen Geschichten bevorzuge als den Mittelmeerteich, der von Sonnenmilch voll ist. Das ist wiederum nicht meins, mir zu heiß. Dafür konnte ich nichts, dafür war ich noch zu klein. Das war elternberuflich, da hatte ich noch kein Mitspracherecht, noch keine, durfte noch nicht wählen, war noch nicht wahlberechtigt. Ja, und dann ist man da, wie es halt so ist, also dann hängt man ja da fest. Freunde, Familie, alles, nicht zuletzt die Kapelle dann auch. Da kommt man dann so leicht nicht mehr weg. Naja. Ja, schon so in mir. Allerdings, wie gesagt, haben da einige Leute Mitspracherecht. Gerade familientechnisch gesehen. Und somit, nachdem ich persönlich weiß, wie kacke das ist, während der Schulzeit mehrfach umziehen zu müssen, Schule wechseln, Freundeskreis wechseln, also das ist wirklich nicht toll, möchte ich das zum Beispiel mal meiner Brut nicht zumuten. Also so lang fällt das auf jeden Fall schon mal flach. Somit habe ich auch noch ein bisschen Zeit da unten. Und ob es dann noch passiert, ich weiß es nicht. Ich kann ja jederzeit herkommen. Ja, kindheitsmäßig sicherlich gibt es da so Highlights. Wahrscheinlich auch gerade das, wo ich die längste Zeit am Stück verbracht habe. Auf dem Dorf im Umland von Hannover. Da habe ich tatsächlich ja mal fast 4 Jahre verbracht. Und das ist so, dass wenn ich an Kindheit denke, denke ich daran. Alles davor und alles danach ist dann eher hektisch gewesen. Und an die Zeit denke ich doch gern zurück. Die einzige Konstante, so Freunde, die mir blieben, die mir immer blieben, bis heute tatsächlich, die immer mit umgezogen sind, das waren die ersten, die waren schon da, bevor mein Zimmer richtig eingerichtet war. Waren die 3 Fragezeichen? Das war meine Konstante im Freundeskreis. Die waren immer dabei, egal in welcher Stadt ich verschlagen wurde. Ja. Sammle ich bis heute. Die habe ich auch mal live angeschaut, mehrfach. Die sind großartig. Jetzt bin ich so wie der Durchschnittsfan, aber früher war es natürlich viel cooler, als noch viel kleiner und intimer war. Da waren wir im Löwensaal in Nürnberg, das war wirklich noch Rock'n'Roll. Ich habe es mir dann auch mal in einem Stadion angeguckt sozusagen, Riesenhalle. Bei dem Kleinen, da konnten sie halt, wie das ja in der Mucke auch so ist, konnte man halt konnte mehr interagiert werden mit dem Publikum. Also da konnte man auf Zwischenrufe gar eingehen. Das ist natürlich dann da oben nicht mehr möglich, wenn du auf so einer Riesenbühne stehst. Da hörst und siehst du die ja gar nicht mehr. Also hörst du nur noch die Masse an sich. Nee, hatte beides seinen Reiz. Und habe ich jetzt mal gesehen. Ich bin aber auch keiner, der jetzt da... Also ich war 2-mal. Ja, einmal klein, einmal groß. Und falls ich jetzt... Und das 3. Mal war ich dann nicht mehr auf der Tour, weil das habe ich ja dann schon gesehen. Auch ätzend, ne? Eigentlich lebt ja der Künstler davon, dass man immer wieder kommt. Ich selber bin gar nicht so. Ich bin übrigens auch so einer, der im Konzert einer ist, der ganz hinten und sitzen will. So einer bin ich. Hier von wegen Arena und vorne abtanzen. Ich bin genau das, was der Musiker auf der Bühne hasst, bin ich selber. Ja, also ist es. Ich weiß nicht, ob das nordisch ist. Ich möchte halt, wenn ich auf ein Konzert gehe, möchte ich in erster Linie Musik hören.
Also Musik hat ja was mit, wie der da vorne abspackt oder nicht, das ist mir völlig wurscht. Ob der da tanzen kann oder einen Stepptanz oder was weiß ich was aufführt, das ist mir völlig wurscht. Ich möchte ihm zugucken, wie er sein Instrument bedient und zuhören, was er für Musik macht. Also er ist jetzt, ne, innen. Und wobei ich, jetzt, wenn ich recht drüber nachdenke, war ich schon lange nicht mehr auf einem Konzert mit einer innen. Ergab sich jetzt einfach nicht. Genau. Nee, und ich bin da zum Musik hören tatsächlich, nicht zum Tanzen. Wenn ich tanzen will, gehe ich in eine Disco, was ich auch schon seit 20 Jahren nicht mehr tue, wenn es reicht. Weil ich bin nicht so der Tänzer, ehrlich gesagt. Ja, ich bin schon so der mediterrane Typ. Also von Kindesbeinen an haben mich also Seefahrergeschichten jeglicher Couleur immer schon fasziniert. Und das ist einfach, das kommt so aus mir raus, das liebe ich halt. Ich wäre auch gerne, auch wenn das, also man muss jetzt hier ein bisschen das Romantisierte und Idealisierte in der Rückschau von der Realität trennen, aber so, ich wäre schon gerne zur See gefahren, damals auf dem Segelschiff. Auch wenn ich weiß, dass es richtig kacke war, gerade für die Crew. Ich habe ja tatsächlich auch heutzutage noch einen Traum. Ich rede jetzt nicht von Kreuzfahrt. Weil das hat ja für mich nichts mehr mit Seereise zu tun. Sondern ich würde gerne, und das ist sogar möglich, auf einem richtigen Frachtäumel anheuern als Gast. Das gibt's, wo man dann so, keine Ahnung, so eine Südamerika-Passage fährt von Hamburg aus oder was. Und lebt quasi mit der Crew, frühstückt mit der Crew und darf Blödsinnstätigkeiten erledigen. So. Und ansonsten fährt man da halt so mit. Ja, also beziehungsweise ich, zu diesem Zeitpunkt, wo du diese Frage stellst, weiß ich noch nicht genau, was aufs Album kommt. Aber geschrieben wurde es. Und zwar heißt der Song Long John Silver. Und wer jetzt Bescheid weiß, weiß Bescheid. Ne? Wir reden von der Schatzinsel, Stevensons Schatzinsel. Und das ist ein Lied, was sich darum dreht. Wir reden jetzt nicht von wir sind live dabei, wie Jim Hawkins über die Insel zieht und den Schatz findet. Es geht schon ein bisschen um was anderes. Aber die Sehnsucht schwillt mit. Und natürlich ist auch das Sehnsuchtsvolle wieder dabei. Und natürlich, ich weiß nicht, wenn ich über das Meer schreibe, dann ist es auch fast immer ein 6/8-Takt, sprich so Halbwalzer, ne? Wie die Wellen, es muss schunkeln. Nee, wenn der Song draufkommt, dann ist er drauf. Long John Silver. Geile Nummer. Es ist noch eine große Auswahl gerade da, zu diesem Zeitpunkt, wo du fragst. Und nicht alles davon kommt aufs Album. Ist noch ein Meer-Song da? Im erweiterten Sinne hat nichts mit Seefahrt zu tun, behandeln wir noch das Thema der Insel Tirnanoq, beziehungsweise der Albenkönigin Niamh. Hat auch was mit Meer und Insel zu tun. Ist sonst noch ein Meersong dabei? Ich bin gerade überfragt. Zu Kelten könnte ich jetzt ja schon wieder referieren. Ja, bitte. Weil Kelten, mit dem Thema habe ich mich erst jüngst und sehr intensiv befasst, gibt's ja gar nicht. Auch der Begriff Kelten ist eine Erfindung der Moderne. Beziehungsweise das erste Mal erwähnt hat es Julius Cäsar. Aber auch nur in Bezug auf einen Stamm. Einen Stamm, der sich irgendwie so ähnlich nannte. Und die Kelten als Volk, die sie ja tatsächlich derweil, man kann ja gar nicht mal sagen, also man kann gar nicht sagen, dass die Kelten ein Volk waren, weil da gibt es verschiedene Sachen, die erfüllt sein müssen. Dass man sagt, das ist eine Kultur gewesen, das ist ein Volk. Einmal die Sprache, dann die Kunst und so weiter. Und da sind immer nur teilweise die Sachen erfüllt gewesen bei denen. Also die Sprache hat sich tatsächlich, es gibt von den britischen Inseln bis ans Schwarze Meer, gibt es sprachliche Komponenten, die übereinstimmen, was über die Ausbreitung der Kelten spricht, auch was die Kunst und Kultur angeht, aber das sind alles auch, die haben dann die Einflüsse der Kelten
Also die Kunst hat schon Einflüsse der Römer. Und somit kann kein Mensch genau sagen, was die Kelten eigentlich waren. Eigentlich eher ein bunter Flickenteppich von Stämmen, kann man so Stämme sagen, mit ihren Fürsten, Häuptlingen, was auch immer, auch Häuptlinginnen gab es auch tatsächlich, haben irgendwelche Grabfunde ergeben, die wild Handel miteinander betrieben haben und Töchter und Söhne miteinander ausgetauscht haben. Aber man kann eigentlich gar nicht wirklich fundiert sagen, es gab das Volk der Kelten. Man kann eher so sagen, das sind so die Eisenzeitmänner gewesen, weil da nämlich die Schwerter aufkamen mit dem Eisen und das Bronzeschwert abgelöst haben. Aber das kam auch an verschiedenen Stellen unterschiedlich. Also es ist eine sau interessante Zeit, aber so wenn man so sagt, ich habe keltische Kunst, keltische Dingens, das ist irgendwie alles, ja, von welchem Kelten denn? Welcher Stamm? Wo? Was? Das ist also richtig weit verbreitet, die haben sich einfach ausgebreitet. Das war eine Völkerwanderung von Stämmen. Lustig, ne? Gut, und keltisches Thema. Bis heute hat sich ja tatsächlich sprachlich im Gälischen das Keltisch ein bisschen erhalten. Und die haben ja da auch, die frönen ja da auch dieser Kultur so ein bisschen sehr stark. Die hängen dem sehr nach, was gut ist, sonst wüssten wir überhaupt nichts davon. Und lustigerweise haben die Briten, bei denen haben sie ja Zinn gekauft. Ne? Die hatten riesige Zinnminen da oben, da haben die Römer auch eingekauft. Die hatten da riesige Vorkommen für eben ihre Schwerter und alles Mögliche. Aber das Zinn war wichtig für die Eisenschwerter, sonst wäre es gebrochen. Genau, und ja, die haben halt einfach fantastische Erzählungen, die überliefert werden und wurden, und die Geschichte von Nilf hat mich fasziniert. Das war so ein kleiner Versuch eines Talks auf YouTube. Ihr wisst, dass ihr seid da gerade. Gerne mal wieder, schaltet wieder ein. Hier kommt lauter Blödsinn am laufenden Band. Wir sorgen dafür.